I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No. Schnapp dir ein Kaffee oder ein Tee, so wie ich das hier mache, denn dieses Video wird etwas länger. Aber das hast du sicher bereits schon in der Timeline gesehen und hast trotzdem drauf geklickt. Danke. Lass dich hier nicht irritieren von meinem Chaos, da kommen wir später dazu. Alles andere werde ich dir erklären in diesem Video. Heute ist Donnerstag und wir werden uns später am heutigen Tag nochmals sehen. Okay, ich würde sagen, wir starten. Dieses Video ist eher ein Vlog, das heißt, ich nehme euch einfach ein bisschen mit, was ich so den ganzen Tag treibe. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, ich möchte den Kalender noch machen. Da habe ich mal ein paar Ideen aufgeschrieben. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, nope, nope. Und ich habe noch eine Vase für eine Kundin, die ich noch machen möchte. Da habe ich und ich warte auf ein paar Pakete. Ich habe ein paar Sachen bestellt, damit ich meine Sachen schöner verpacken kann und versenden kann. Da bin ich sehr gespannt, ob das was ist. Und dann habe ich meinen Kursraum noch, den sollte ich auch noch in Angriff nehmen. Okay, ich werde jetzt schauen, mit was ich starte. Es ist ein absolutes Chaos hier im Atelier wie im Kursraum. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Jetzt habe ich alles auf die Post gebracht. Also eigentlich solltet ihr es schon bekommen haben, wenn dieses Video rauskommt. Ich habe das schon mal erwähnt, ich möchte es aber nochmals erwähnen für alle, die hier neu sind. Alles, was nach Deutschland geht, versende ich von Deutschland aus. Also das heißt, dass ich halt immer so eine Sammelbestellung mache und ein- bis zweimal in der Woche nach Deutschland fahre, weil es für euch viel, viel günstiger ist. Also ein Buch kostet von der Schweiz aus 12 Euro Versand und
von Deutschland aus 1,60 Euro. Das nehme ich gern auf mich, weil ich es einfach unglaublich hoch finde, diese Preise von der Schweiz aus. Also so kann es sein, dass du halt 2-3 Tage länger auf dein Buch oder auf deine Bestellung warten musst. Aber ich denke, 10 Euro mehr auszugeben, damit man schneller hat oder vielleicht nicht mal schneller hat, wenn es von der Schweiz aus geliefert wird, denke ich ja. Das lohnt sich, denke ich. Also die größte Schweinerei hier mache ich und nicht meine Kursteilnehmer. Und daher muss ich ab und zu den Tisch wieder frisch streichen, weil ich nicht aufpasse. Damit werde ich noch eine große Schale anfertigen. Da habe ich eine Idee für Weihnachten. Mit dieser Form habe ich ja die Lampe gemacht, die du in meinem vorletzten Video siehst. Das war dieses gute Stück. Sehr schwer und es braucht sehr viel Platz. Zufälligerweise habe ich noch 3 Farben bei mir im Atelier gefunden. Ich werde jetzt, weil das sind etwa diese Farben, die ich mir vorgestellt habe, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich werde einen kleinen Test machen an der Wand. Und dann könnt ihr mir sagen, was euer Favorit ist. Erste Farbe. Sandsteinfarbe. Clay. Das ist eben dieses Mauve. Dann Honig. Ich hatte ja von diesem Mauve noch ein bisschen Farbe am Pinsel und mit dem Honig gemischt sieht es recht gut aus, da ich ja jeweils nur einen Topf habe und das wird nicht reichen, könnte ich eventuell sogar mischen. Mal schauen, ich lasse das jetzt trocknen, schreibt mir in die Kommentare, welche Farbe das es sein wird. Sein werden soll. Sand, Mauve, Honig. Hallo. Es ist nun getrocknet und die Sonne scheint hier gerade schön rein. So sieht es jetzt aus. Also ich persönlich tendiere sehr stark zu diesem Sandton, den finde ich sehr schön. Man muss noch bedenken, dass ich dieses Möbel hier dunkel streichen werde. Es wird entweder ein ganz dunkles braun-beige oder vielleicht sogar schwarz werden. Genau. Das muss man berücksichtigen und die, die mich schon länger kennen, wissen, dass bei mir meistens alles schwarz ist. Jetzt muss ich noch ein paar Vasen vorbereiten, da nehme ich dich mit. Thank you.
Et voilà. Ich habe jetzt drei Flaschen eingepackt. In den verschiedensten Formen. Mal schauen, was ich daraus mache. Und hier habe ich die große. Das wird vermutlich eher eine klassische Vase. Ich habe schon lange nichts mehr Klassisches gemacht. Aber wir werden sehen, bei mir kann sich das immer wieder ändern. Ich werde jetzt hier die erste Schicht auftragen. Das mache ich relativ grob und schnell. Und dann lasse ich die über Nacht stehen und vermutlich, wenn ich Zeit habe, geht es morgen weiter. Dann würde ich sagen, werde ich mal starten, damit ich das heute noch schaffe. Es ist bereits 5 Uhr und ja. Ich habe es geschafft, nach gar nicht zu langer Zeit. Ich habe mir noch 2 Videos angeschaut und es ist wirklich selbsterklärend, es ist nicht schwer und dann kommt es einfach noch auf die Einstellungen drauf an. Das ist mein erster Versuch, das kann man gar nicht lesen. Hier unten ist was, der ist hier und beim vierten Versuch, habe ich das geschafft und diese Etiketten kann ich dann bei den Paketen beifügen, also aufkleben und es sieht dann oft ein bisschen schöner aus, ein bisschen professioneller und da kann man noch, hier habe ich noch so runde Sticker und auch die werde ich verwenden für die Verpackungen. Da bin ich jetzt noch gespannt, ob ich das auf diese runden Dinger drauf kriege. Aber immerhin schon mal ein Highlight, dass ich das geschafft habe. Und im Übrigen, dieser kleine Drucker nennt sich Thermodrucker. Da brauchst du keine Tintenpatronen. Das ist mit Wärme. Das ist so ein spezielles Papier. Also du brauchst nie mehr Tintenpatronen zu kaufen. Und allein das ist es wert. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du am Drucken bist. Es ist Sonntag und die Patronen sind leer. Das zudem. Jetzt gehe ich mit dem Hund spazieren. Sonst gibt es Ärger. Ich bin glücklich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
gleich beim ersten Mal geklappt. Es muss noch ein bisschen größer sein. Und dann kann ich das überall drauf machen, wenn ich Sachen versende. Oder man kann es natürlich auch für zu Hause privat, um Sachen zu beschriften, Marmeladegläser etc. Cool, cool. Eine gute Anschaffung. Ich habe mich hier nochmals ein bisschen versucht. Hier habe ich Pilze ausgedruckt. Ich muss sagen, ich finde die hier schöner wie die hier. Das ist ein bisschen künstlerischer. Also, du kannst hier alles ausdrucken. Das soll keine Werbung sein. Ich mache für dieses Gerät keine Werbung. Aber wenn ich von etwas begeistert bin und etwas gut finde, dann werde ich das euch mitteilen. Und genau. Ich habe noch was bestellt. Und zwar, was ich noch bestellt habe, sind so Stoffbeutel aus Baumwolle aus Bremen, aus Deutschland. Und die werde ich verwenden, um meine Vasen zu verschicken oder die Gefäße. Dann kann ich die hier reinmachen und zuziehen. Und dann sieht es ein bisschen edler aus, ein bisschen schöner, wenn es dann auch zusätzlich noch ein bisschen geschützt ist. Diese Farbe aber gefällt mir nicht. Es ist okay, aber ich überlege mir, ob ich die hier einfärben werde, was absolut nicht lukrativ ist, aber es muss einfach schön ausschauen. Und dann habe ich die hier, die ganz, ganz kleinen, wo ich meine kleinen Sachen versenden möchte, wie die Fliegenpilze zum Beispiel. Das werde ich jetzt, ja, ich mache es einfach. Ich werde die jetzt in die Waschmaschine geben und einfärben und hoffen, dass es mir gefällt. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen. Ich werde dir zeigen, wie es danach ausschaut. Ab in die Waschmaschine. Noch eine Frage beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gern unten in die Kommentare rein. Diese Frage habe ich per Mail bekommen und ich denke, wenn jemand eine Frage hat und das unten in die Kommentare schreibt, das interessiert sicher auch noch andere. Oder man kann dir bereits eine Antwort geben. Okay, die Frage war, ob man die Pulp vorbereiten kann, also trocknen lassen kann, so wie ich das hier mache. Das ist noch von einem Workshop, den ich hatte. Und wenn ich dann zu viel habe und das nicht gerade bearbeiten kann, dann trockne ich die, dann lege ich die aus, also ich mache sie klein und dann lege ich sie auf ein Tuch und lasse es trocknen. Und dann kannst du es wie hier in ein Gefäß einfüllen und immer wenn du gerade Lust hast zu pulpen, kannst du davon nehmen. Dann musst du es einfach wieder feucht machen und
ein bisschen ziehen lassen. Ansonsten hast du die Krümel drin und auch zum Pürieren ist es ein bisschen mühsamer. Also das ist eine Option, die man machen kann. Es ist natürlich immer besser, sie gleich zu verwenden. Das wird immer am schönsten, aber das ist möglich. Was ich nicht machen würde, ist, sie so vorzubereiten und dann nass zu lagern. Das wird mit der Zeit stinken und schimmeln. Also wenn du das so machen möchtest, dann würde ich es trocknen lassen. Und dann kannst du so viel machen, wie du willst und ins Gefäß machen. Das zu dem. Und jetzt wird es noch ein bisschen kreativ. Ich war ja auf dem Hundespaziergang und natürlich habe ich was mitgenommen. Wo kämen wir dahin? Ich habe immer was dabei, wenn ich auf dem Hundespaziergang war. Habe ich Gräser, ganz verschiedene Arten von Gräsern, was man jetzt im Moment gerade noch so findet, bei uns nicht sehr viel. Und dann Blätter. Und jeder, der einen Hund hat, weiß, man hat ja immer diese tollen Tüten dabei. Gold wert, auch wenn du keinen Hund hast, pack dir solche Tüten für Hunde, Kot, und dann hast du das im Hosensack oder in der Tasche und dann kannst du sammeln. Hier habe ich Blätter von den Reben, Eiche und sonst einfach auch wieder so Grasblätter. Und damit möchte ich was ausprobieren. Es ist keine neue Erfindung. Und ihr wisst vermutlich schon, um was es geht. Aber ich möchte das gern testen. Ich habe das noch nie gemacht. Und es ist mal wieder an der Zeit, etwas mit Farbe zu experimentieren und schöne Karten zu machen. Das werde ich testen und schauen, ob es mir gelingt. Bevor ich es vergesse, schreib mir in die Kommentare, welche Farbe ich hier streichen soll. Aber keine Angst, ich werde dich am Schluss nochmals erinnern. Also, ich glaube, die sind eingegangen. Irgendwie sind jetzt alle gleich groß, bis auf die hier. Aber ich hatte den größer in Erinnerung. Ich habe es mit 40 Grad gefärbt und es ist ja 100% Baumwolle. Man sollte die nur von Hand waschen. Also ich glaube, der war so groß. Für meine Schalen, die etwas größer sind. Ja, man sollte vorher auf die Etikette schauen und nicht danach. So. Jetzt bin ich startklar. Jetzt werde ich hier auf diesem Papier werde ich mal einen Versuch starten und dann weiß ich mehr. Ich habe hier so ein Roller extra, wenn man so Sachen abdrucken möchte. Der ist alles andere als sauber, weil ich ihn nicht gleich gereinigt habe. Aber es sollte gehen. Dafür nehme ich jetzt ein bisschen Acrylfarbe, natürlich in Schwarz, weil man es hier einfach am besten sieht. Und dann werde ich das mal testen. Thank you.
für den ersten Versuch gar nicht schlecht. Ich werde jetzt einfach ein bisschen rumprobieren und ich lasse dich zuschauen. Ja. Testen reicht mir das bereits schon. Ich weiß, es funktioniert. Und was ich jetzt vorhabe, das zeige ich dir. Ich habe hier noch meine selbst geschöpften Blätter. Wie ich das gemacht habe, das verlinke ich dir hier auch. Dann kannst du das Video anschauen, wie du aus Materialien, die du schon zu Hause hast, selber Papier schöpfen kannst. Du brauchst dann nicht extra noch was dazu zu kaufen. Und sie sind grau, halt von den Zeitungen. Und mit denen möchte ich noch was machen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder streiche ich die zuerst schwarz oder ich mal sie in einem hellen, warmen Ton und gehe mit Schwarz drüber. Ich versuche es einfach und mehr als schief kann es nicht gehen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. Da dieses Papier ja selber geschöpft ist und ich mit dem Pinsel drüber gegangen bin mit der Farbe, hat sich das wie ein bisschen aufgelöst. Also es geht wesentlich besser mit einem Roller, dann kannst du einfach drüber, das ist überhaupt kein Problem, das geht. Aber mit dem Pinsel nicht zu empfehlen. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe so. Till then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
Wenn du bis jetzt zugeschaut hast, ich hoffe, du warst nebenbei auch ein bisschen kreativ. Ich habe meine Blätter fertig bemalt. Ich finde es eine tolle Sache, wenn man vielleicht beim Zeichnen nicht so geübt ist, dass man mit einem Naturblatt das auf ein Papier drucken kann und dann nachzeichnen kann. Das erleichtert die ganze Sache ein bisschen und es macht Spaß. Mit geschöpftem Papier ist es, es geht, aber man ist ein bisschen eingeschränkt. Ich wollte ein bisschen mehr mit Wasser arbeiten, das geht nicht. Also wenn du das machen möchtest, dann nimm Acrylpapier oder einfach dickeres Papier, wo du gut mit Wasser arbeiten kannst. Da dieses Papier, wie gesagt, ein bisschen problematisch ist, habe ich dann meine Blätter ausgeschnitten. Die sehen jetzt so aus, aber ich habe die alle ausgeschnitten und sie sind schön geworden, muss ich sagen. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gemalt und ja, die kommen jetzt auf Karten, die klebe ich auf Karten drauf und dann bei Bestellungen, bei größeren Bestellungen, bekommst du so eine Karte, also nicht, dass du was bestellen musst, aber einfach, dass du es weißt, wer eine größere Bestellung macht, kriegt eine schöne Karte und da schreibe ich was rein oder so. Genau, das zu dem. Es war mal ein anderes Video, aber ich muss sagen, es hat mir viel Spaß gemacht, euch ein bisschen mitzunehmen, euch ein bisschen meine Welt zu zeigen. Ich habe natürlich nicht alles gefilmt, ich habe noch viel mehr gemacht und die Vasen, die stehen am Fenster, die sind noch am Trocknen, ich möchte sie ein bisschen trockener haben, dann werde ich die weiter bearbeiten, das wirst du im nächsten Video sehen, also da geht es wieder ein bisschen mehr um Pulp. Hatte ich noch die Ausstellung, da werde ich euch das nächste Mal auch ein bisschen mitnehmen, euch ein bisschen was zeigen und was mir dann sonst noch einfällt. In diesem Sinne, blieb kreativ, umarm deine Liebste und bevor ich es vergiss, ihr erinnert euch sicher an die drei Farben. Bitte schreibt mir, welche Farbe dein Favorit ist, dann kann ich hier streichen. Und nun schaltet die Kiste aus, seid kreativ, macht was, habt Spaß. Wir sehen uns. Tschüss. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe